Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wolfenstein 2. Sind noch auf diesem Raketenzug und müssen irgendwie jetzt nach vorne kommen. Wir könnten einmal untenrum und einmal oben. Und ich denke, weiß nicht, ich glaube, untenrum könnte sogar fast sinnvoller sein. Häng doch mal nicht hier fest. So. Geht doch. Vielleicht ja auch nicht. Oh. Da hängt was rum. Will ich denn hier hoch? Vielleicht später. Erst Kommandanten ausschalten, dann schauen wir mal. Ich glaube, so viel hat das gar nicht ausgemacht. Sind wohl deaktiviert oder so, kann das sein? Ich glaube, wir müssen das Motorrad mal. Oder können wir das Motorrad klauen? Sieht auf jeden Fall cool aus. Na ja, toll. Ach, das mit dem Schleichen. Wahrscheinlich sind die ganzen Viecher da hinten jetzt wach geworden, oder? Kann das sein? Na, der Hund ist wach. Und du, wie es scheint. Nein. Wieso lebst du überhaupt noch? Ich dachte, du bist tot. War wohl nicht genug Headshots hier. Nur immer ein Stückchen weiter vor. Die kommen echt von allen Seiten hier gerade. Ich brauche eine Waffe, die ein bisschen schneller schießt und mehr Schaden macht. Du kommst echt. Das ist, glaube ich, geskriptet, oder? Kann das sein? Nicht schön. Muss halt mal so. Ich sollte mal ein bisschen weniger an die Errungenschaft denken und ein bisschen mehr daran, dass ich überlebe und hier mal vorankomme. Könnte helfen. Komm. Danke. Wäre noch einer? Boah, sag mal, wie viel Leben habe ich überhaupt? Habe ich so viel abgezogen gekriegt? Ich halte ja gar nichts mehr aus. Ja, okay, ich habe keine Rüstung mehr. So.
Das macht dann natürlich Sinn, ist aber leider ein wenig unschön. Bitte kein Akimbo. Okay. Ich komme. Da war was. Na, gehe ich mir nachher anschauen. Obwohl, weil. Das ist wahrscheinlich über mir, oder? Oder hier drin. Ah ja, guck mal. Na? Alle Mann weitersuchen! Jetzt sucht erstmal keiner mehr. Die Dinger scheinen dann wirklich deaktiviert zu sein hier noch. Ah, guck mal, Granaten. Schön. Wenig Pistolenmunition. Ich glaube, da wechsle ich auch gerade nochmal hin. Sicher ist sicher. Oh, hi. Es ist so beschissen, dass man kein Leben hier hat. Ich glaube, ich werde auch versuchen, den mal wieder zu umgehen. Ich hoffe mal. Na, natürlich nicht. Muss, glaube ich, hier so ein Quicksave wäre vielleicht ganz schön, ne? Das hätte was. Weil das gerade ging ja einigermaßen gut. So, anlocken. Ist der, ja. Da war ich mit Psst. Ja, warte mal, bis der jetzt hier runtergelaufen kommt. Hier ist alles in Ordnung. Hier ist nichts. Flieht da jemand? So, das möchte ich gerne mal bitte speichern. Danke. Ein wenig Zeug erledigt. Oh, cool. Ein wenig Leben dafür gekriegt. Reicht jetzt mal. Ich möchte jetzt mehr ein bisschen lesen in Ruhe. Von Mihani Popescu's E-Post. Aha. Eine Warnung von der rumänischen Ausgrabungsstätte Nummer 4N. Die aktuelle Lieferung 4NG1 enthält ein äußerst gefährliches Artefakt. Offizier Vasile, der für die Best Die Bearbeitungsartefakt zuständig war, wurde tot aufgefunden. Sein Blut strömt aus all seinen Körperöffnungen. Wir können noch nicht nachvollziehen, was ihm zugestoßen ist, aber ich kann Ihnen versichern, dass es nicht angenehm war. Seien Sie vorsichtig. Außerdem müssen wir die Grabstätte für die Arbeitskräfte des Mescado-Reservats verlegen. Die Pläne für die Entwicklung des westlichen Bereiches wurden abgeschlossen. Ich schlage vor, dass wir sämtliche Überreste, die von der Mannschaft gefunden werden, verbrennen. So bleiben uns Platzprobleme und Unannehmlichkeiten erspart. Ja, gute Idee. Kann man ja mal so machen. So. Haben wir jetzt hier noch was? Kann ich mich ja mal ein bisschen ruhiger hier umschauen.
Rüstung wäre halt cool. Aber ich glaube, mit den 4 Rüstungen kommen wir nicht so wirklich weit. So, hier war doch noch Muni, genau. Und Granaten. So, dann gehe ich jetzt einfach mal unten rum, gucke, ob ich den ein wenig umgehen kann. Den Kollegen. Scheinbar nicht. Schauen wir mal. Oh. Ach, hier waren wir schon. Dann war ich in der falschen Richtung. Okay. Ist aber auch echt, sieht ja alles gleich aus. Gut, dann versuche ich es hier mit dem Umgehen mal nochmal. Aber ich... Ne, das bringt leider auch nichts. Oder auf... Ne, auf der anderen Seite kann ich eh nicht weiter. Guck mich nicht so an. So. So viel dazu. Was sind da gerade vorbei? Scheiße, ein Roboter. So wie das klingt. Ach, Rüstung, zumindest ein bisschen was. Ah ne, das sind irgendwelche... Ich habe keine Ahnung, was es ist. Sieht mir so Wagen oder so Beiwaggons aus. Ja, was auch immer das ist, aber es ist echt verdammt langer Zug. Meine Güte. Helmchen mitnehmen. Und sie hatten keine Jacke in meiner Größe. Wenn ich die zuknüpfe, laufe ich blau an. Antiquierten der Armee sollten also an ihre Vorlieben angepasst werden wollen. Vielleicht sollten sie darüber nachdenken, wenn sie im Arrest sitzen. Oder Falschtaste. Ich wollte eigentlich die Waffe nur gerade loswerden. Und den halt killen. Na gut, ich gehe jetzt eh drauf. Steig doch mal, beweg dich doch mal, Kollege. Aufstehen bitte, Dankeschön. Und Munition leer, ja. Also die Steuerung macht aber auch gerade so ein bisschen, was sie will, muss ich ja zugeben. Das ist nicht so schön. Also zumindest läuft es halt nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Dass ich halt diese Taste, die ich drücke... Da wäre so ein Save-Punkt zwischendurch echt mal angebracht gewesen, liebes Spiel. Ja. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. So, jetzt mal hier Ruhe. Dann machen wir den ganzen Spaß halt nochmal. So, da kam ich her. Das heißt, ich muss darüber. Ich glaube, ich lasse die Pistolenmunition auch immer. Ne, hier kam ich her, oder? Ne, kam ich nicht. Gut.
Ich bin gerade ein bisschen ungeduldig und ein bisschen genervt, dass ich den ganzen Scheiß hier andauernd machen muss. Also, bisher waren die ja echt gut, die Speicherpunkte, aber hier ist gerade, da hätten wir ruhig ein paar mehr reinsetzen können. So. Warum eigentlich nicht, komm. Zack. Das war's dann mit euch. So, jetzt speichere ich halt nochmal manuell ab. Schon wieder die ganze Rüstung flöten gegangen. Wieso erkennt mich das Ding auf einmal? Jetzt macht das doch alles besser funktioniert hier. Also ein bisschen zumindest. Nicht viel, aber ein bisschen. Nix. So, jetzt halt mal die Klappe. Lass mich mal das hier. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Ihr Kragenmann. Uniformen sollten bis oben hin zugeknöpft sein. Verhöhnen Sie unser Militär. Der ist zu eng. Ich wurde eiligst entsandt und Sie hatten keine Jacke in meiner Größe. Wenn ich die zuknöpfe, laufe ich blau an. Die Armee sollten also an Ihre Vorlieben angepasst werden wollen. Vielleicht sollten Sie darüber nachdenken, wenn Sie im Arrest sitzen und in der Tunnel putzen. Ich bin Professor für Atomphysik. Ich war niemals Soldat. Kommandant Brachmann hat mir einen Offiziersrang verliehen, weil Zivilisten im Generalstab keinen Zutritt haben. Er sagte, das wäre reine Formsache. Alles klar? Richtig. Ordnung? Naja. Wachsam bleiben, ja? Mhm. So, das hat niemand mitgekriegt, ne? Tja, Kollege. Ach, theoretisch, warte mal, du müsstest doch eigentlich auch schallgedämpft sein hier mittlerweile, oder? Ich glaube, die Verbesserung habe ich ja reingepackt. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich speichere gerade nochmal. So. Oh, hi. Wird war aufmerksam geworden. Er ist weg, aber wir müssen wachsam bleiben. Mhm. Das sehe ich auch so. Scheiße, die ist leer. Obwohl, ich habe ja noch Granaten. Ups, kaputt. Ha, endlich wieder Rüstung. Das sieht mir doch nach Steuerzentral oder Steuerungsding aus. Hm. Ja gut, da... Bereich 52, nächster Halt. Ah, es ist Area 52 in dem Fall. Okay, gut, dann würde ich sagen, da schauen wir uns das nächste Mal um. Passt ja gerade ganz gut. Dann mache ich hier mal einen kurzen Schnitt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.